Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute wollen wir uns mit dem Text von Franz Kafka beschäftigen, Vor dem Gesetz. Ein Merkmal der modernen abendländisch-europäischen Literatur ist ihre Mehrdeutigkeit, ihre Vieldeutigkeit. Der Leser eines Werkes aus der modernen Literatur wird sehr oft irritiert zurückgelassen. Er kann sich keinen Reim darauf machen, was er da gelesen hat. Der Sinn ist für ihn schwer zugänglich geworden. Und er muss sich fragen, was fange ich mit diesem Text überhaupt an? Und dieser Verlust an Deutungsmöglichkeit, der die moderne Literatur auszeichnet, das ist sicher zurückzuführen auf der großen Kritik an metaphysischen, transzendenten Wahrheiten, eine Kritik, die von Friedrich Nietzsche Ende des 19. Jahrhunderts eingeleitet wurde, zum Beispiel mit so einem Satz wie »Gott ist tot«. Der Mensch kann absolute Wahrheiten, das Gute, Wahre und Schöne, nicht mehr erkennen. Es ist tot und die Frage ist, ob man sich überhaupt mit sowas abmühen muss. Der Mensch ist in seinen Erkenntnismöglichkeiten von Welt auf sich selbst zurückgeworfen und es gibt so viele Deutungen, wie es Menschen gibt. Und diese Deutungsvielfalt und diese Fragen, all diese Fragen bilden den Kern der Erzählung, der Legende vor dem Gesetz. Vor dem Gesetz ist eingebettet in das Romanfragment Der Prozess von Franz Kafka, aber um den gesamten Roman soll es heute nicht gehen, sondern nur um diesen kleinen Text. Wir wollen uns an den Inhalt dieses Textes, wir wollen versuchen, ihn zu interpretieren, und zwar indem wir sehr, sehr genau erstmal anhand dieses Textes uns entlang tasten. Worum geht's? Es geht um ein Gesetz und dieses Gesetz wird bewacht von einem Türhüter. Offensichtlich ist dieses Gesetz in einem Haus. Zu diesem Türhüter und zu diesem Haus kommt ein Mann vom Lande und er möchte einen Zutritt zu diesem Gesetz bekommen. Der wird ihm verweigert vom Türhüter sein Leben lang. Und am Schluss seines Lebens erfährt der Mann, dass verrückterweise dieser Zugang zu diesem Gesetz nur für ihn allein bestimmt war. Ein rein subjektiver Zugang für ihn da gewesen ist. Und das ist nun ein Paradoxon, ein absoluter Widerspruch, denn da steht etwas, was Allgemeingültigkeit haben soll, nämlich ein Gesetz, was für alle gelten soll, was aber auf der anderen Seite am Ende des Textes als ein rein subjektive Zugangsmöglichkeit haben soll. Und das ist sozusagen ein Widerspruch, ein Paradoxon, mit dem man erstmal verblüfft als Leser, irritiert zurückgelassen wird. Schauen wir uns das genauer an. Was wird über das Gesetz ausgesagt? Erstens, ein Gesetz muss allgemein gültig sein. Es muss für alle Menschen gelten. Zweitens, es ist allen Menschen übergeordnet. Da es für alle wichtig ist, muss es eben auch allen übergeordnet sein. Drittens, es muss für alle zugänglich sein, und zwar immer, denn nur dann kann man sich ja nach ihm richten. Viertens wird über dieses Gesetz in dem Text ausgesagt, alle streben doch nach dem Gesetz. Das heißt, fünftens, alle Menschen haben die Pflicht, es zu erkennen und diesem Gesetz zu gehorchen. Und diesem Alten steht nun ein Türhüter entgegen,
der mächtig ist, der den Zutritt zu diesem Gesetz verweigert. Und dieser Türhüter ist ein mächtiger Mann, der sogar mit dem Mann vom Lande Verhöre anstellen kann. Einerseits. Und auch hier wieder ein Widerspruch, denn der Türhüter sagt von sich selbst, dass er eigentlich sehr machtlos ist. Von Saal zu Saal stünden weitere Türhüter und schon den Anblick des dritten kann nicht einmal ich mehr ertragen. Das heißt, auch dieser Türhüter, der dem Mann vom Lande den Zutritt verweigert, hat das Gesetz noch nie gesehen. Es gibt ganz offensichtlich eine Hierarchie, eine Zugangshierarchie. Was wird über diesen Türhüter noch ausgesagt? Das Gesetz ist etwas Gutes, etwas Hehres, nach dem man strebt, eine Wahrheit. Und nun entpuppt sich der Türhüter im Laufe des Textes als korrupt, als bestechlich und auch als vollkommen uninteressiert. Teilnahmslos heißt es in dem Text. Er ist schmutzig, er hat Flöhe in seinem Pelzkragen, er sieht tartarisch aus, hat eine Spitzname, er ist ein sehr seltsamer Typ, der da dem Mann vom Lande den Zugang verweigert. Was wird vom Mann vom Lande gesagt? Es scheint ganz offensichtlich, dass das ein etwas einfacher gestrickter Mann ist. Er ist vom Lande, aber er ist wissenshungrig. Er strebt nach Erkenntnis der Wahrheit und der Gesetze. Im Laufe des Textes macht er eine Wandlung durch. Am Anfang ist er ungeduldig, er verflucht sein Schicksal und wird dann zunehmend geduldiger, hinnehmender. Sein Leben lang harrt er aus und strebt nach Erkenntnis und er wird, je älter er wird immer tauber, er hört immer schlecht, er wird taub. Der Türhüter muss sogar brüllen, um zu ihm durchzudringen. Er wird auch immer kleiner, er schrumpft, der Türhüter wird immer mächtiger in den Augen des Mannes vom Lande. Und er verliert Sehkraft. Er wird blind. Aber das Verrückte ist nun, dass, obwohl er blind wird, er einen Glanz sieht, der aus der Tür bricht, den er vorher so nicht wahrgenommen hat. Bis dahin haben wir eigentlich nichts anderes getan, als den Text nachzuerzählen in unseren eigenen Worten. Und jetzt wollen wir uns fragen, was fangen wir mit diesem Text an? Was sagt er uns? Wie können wir uns diesen Text anverwandeln, sodass wir in ihm einen Sinn für uns entdecken können? Und dabei ergeben sich für mich drei große Fragen. Die erste Frage ist, gibt es außer diesem Mann von dem Lande überhaupt noch andere Sucher? Zweitens, gibt es überhaupt das Gesetz? Denn weder der Mann vom Lande noch der Türhüter haben es ja gesehen. Und drittens, ist das Streben nach dem Gesetz sinnvoll oder sinnlos? Denn wenn das Gesetz auch nur etwas rein Subjektives ist, ist es ja nicht allgemeingültig. Also auch allein deswegen schon wäre ein Streben nach so etwas sinnlos. Meine Antworten auf die Frage 1 ist folgende. Es ist fraglich, ob es noch andere Suchende gibt. Aber das ist, für was den Mann vom Lande angeht, auch unwichtig. Zweitens, eine Antwort auf die Frage, gibt es überhaupt das Gesetz? Das ist schon interessanter, noch interessanter. Denn die Frage ist doch, gibt es das Gesetz überhaupt? Der Zugang zu dem Gesetz wird dem Mann vom Lande verweigert. Die Frage ist, gibt es das Gesetz überhaupt? Der Türhüter hat es ja auch noch nicht gesehen. Wäre das ganze Streben dieses Mannes in der Tat ein sinnloses Streben gewesen oder vielleicht doch nicht? Und das ist jetzt die Antwort auf die dritte Frage. Ist es
wirklich für diesen Mann vom Lande sinnlos, nach etwas zu streben, was er nie erkennen wird. Sein ganzer Lebensinhalt besteht in diesem Streben. Und so wie es aussieht, ist dieses Streben für ihn nicht sinnlos. Denn als der Mann blind wird, wird er ein eigentlicher Seher, so wie wir es aus vielen Geschichten auch schon seit der Antike kennen. Ein blinder Seher sieht mehr als alle, die um ihn herum mit ihren Augen wahrnehmen können. Denn sein Leben ist sinnvoll aus diesem Gesetz, strahlt ein Glanz, der ihn ja mit Freude erfüllen muss, der ihn überstrahlt, der ihn in diesen Glanz mit hineinnimmt. Die Suche, das wäre die Quintessenz, die Suche nach Wahrheit, nach dem Guten und dem Schönen, nach etwas Allgemeingültigem, nach Gott, ist sinnvoll. Ganz egal, ob dieses Gute, Schöne und Wahre, ob Gott existiert, wie die Metaphysiker behaupten, oder ob sie nicht existieren, diese Kategorien. Das Streben danach ist sinnvoll, weil es das Leben mit Sinn erfüllt, weil es ein schönes Leben ist, ein sinnvolles Leben, Idealen, auf der Suche nach Idealen, sein Leben dieser Idealsuche zu widmen. Das ist eine paradoxe Antwort. Man muss etwas bejahen, was an sich ein sinnloses Unterfangen ist, aber eben deswegen nicht sinnlos. Wichtig ist die Zielsuche, nicht das Ziel. Das ist auch so eine Antwort, die dieser Text gibt. Und ganz egal, welches Gesetz man subjektiv sucht, ob man Richter ist, ob man Naturwissenschaftler ist, ob man ein Philosoph ist, die Suche nach den Gesetzen, den Naturgesetzen der wahren Erkenntnis ist eine sinnvolle, auch wenn diese Suche von keinem Erfolg gekrönt sein wird. Und auch wenn man sehr viel einfachere, profanere Ziele hat, ist es sinnvoll, diese Ziele zu verfolgen. Es ist sinnvoll, für einen Musiker oder einen Lyriker zu versuchen, das beste Gedicht, das wahre, richtige Gedicht schreiben zu wollen oder ein Musikstück komponieren zu wollen, was das Musikstück ist, wie es Musik sein soll. Und man wird am Ende des Lebens feststellen, dass man dieses Ziel nicht erreicht hat. Aber es war sinnvoll, sein Leben dieser Sinnsuche zu widmen. Das ist meine Antwort auf diesen Text. Und es gibt noch eine andere Antwort, die nun speziell Kafka als Juden betrifft. Für das Judentum gibt es eine Deutung, die sehr viel biblischer ist. Die fünf Bücher Mose, die Tora, das ist das Gesetz der Juden. Und dieses Gesetz ist ihnen von Gott gegeben worden, auf Steintafeln. Und so steht es in der Bibel der Juden im Alten Testament, wie wir die Bibel der Juden nennen. Und da in diesem Alten Testament gibt es auch noch das Buch der Könige und die erste und zweite Chronik. Und darin wird genau beschrieben, wie der Tempel, der Jerusalemer Tempel von Salomo gebaut werden soll und wie er aussehen soll. Und im Innersten dieses Jerusalemer Tempel soll die Bundeslade stehen. Und in dieser Bundeslade sind die zwei Steintafeln mit den 10 Geboten, die Moses von Gott empfangen hat. Und auf der Bundeslade thront nun Gott höchstpersönlich im Jerusalemer Tempel. So ist die Vorstellung der altbiblischen Juden gewesen. Einmal im Jahr, an Yom Kippur, hat der Hohepriester die Erlaubnis, das Allerheiligste zu betreten
und die Bundeslade mit Blut zu besprengen. Das Blut, dem Blut zweier Opfertiere. Ansonsten ist das Allerheiligste unzugänglich. Und es wird weiter in den Königen und in den Chroniken beschrieben, wie dieses Allerheiligste in den gesamten Tempel Türhüter schützen. Die stehen an den Eingängen und verweigern Menschen den Zutritt zu einzelnen Teilen des Tempels. Denn in diesem Tempel gibt es auch eine Hierarchie an Höfen. Es gibt einen Türhüter, der Nichtjuden den Zutritt zum Tempel verweigert. Einen, der den Frauen einen Zugang zu einem Hof verweigert. Einen, der den Männern einen Zugang zu einem weiteren Hof verweigert. Und dann gibt es einen Priesterhof und schließlich eben das Allerheiligste mit Gott und dem Gesetz, das in der Bundeslade ruht. 587, 86 wird dieser Jerusalemer Tempel von Nebukadnezar II., einem Babylonier, zerstört. Bei dieser Zerstörung ist die Bundeslade verloren gegangen und das Gesetz, was in dieser Bundeslade liegt. Und seitdem folgt das jüdische Volk den Gesetzen Gottes, die nicht mehr zugänglich sind, die sich aller Überprüfbarkeit, aller sinnlichen Zugänglichkeit entziehen. Und das ist dieses für mich auch große Paradoxon des Glaubens, ganz allgemein, an etwas fest zu glauben, nach etwas zu streben, für das es keinen Beweis gibt. Und das ist ein Moment, der sehr viele Gottgläubige ausmacht. Aber für Menschen, die nun nicht an Gott glauben, aber an das Gute und Wahre und Schöne glauben wollen, ist diese Legende genauso wichtig, weil sie sagt, die Suche nach dem Guten, Wahren und Schönen darf nie aufhören. Auch wenn sie vielleicht letztendlich sinnlos ist, macht sie doch aus deinem Leben ein sinnvolles Leben.